bei Regenwetter dürfen wir Sie heute begrüßen, liebe Zuschauer, hier im Molineux Stadium. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Achtelfinale im EFL Carabao Cup. Wolverhampton Wanderers gegen Chelsea. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Das ist die Aufstellung der Wolverhampton Wanderers. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspieler. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Viel Betrieb im Sturm über Außen, du hast es angesprochen. Drei echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Kepa steht im Tor. Kalidou Koulibaly spielt mit Thiago Silva in der Abwehr. N'Golo Kanté steht neben Jorginho in der Mitte. Und Raheem Sterling ist ihr einziger echter Stürmer. Viele Clubs müssen lange zurückdenken, wenn es um die goldene Ära geht. Aber der FC Chelsea ist mittendrin. Ja, in den letzten 15 bis 20 Jahren gibt es hier ein Highlight nach dem anderen. Man gehört im Moment zur absoluten Elite. Es geht los. Anstoß durch den FC Chelsea. Thiago Silva. Jetzt James. Geht einfach vorbei. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Das Tor durch Raheem Sterling. Herrlich, macht Spaß ihm zuzuschauen, brillanter Spieler und die Technik, die hat er natürlich auch. Das Tor nochmal in der Wiederholung, schön wie sich Raheem Sterling da zunächst durchsetzt und dann im direkten Duell Raheem Sterling und das macht er sehr, sehr stark, lässt den Keeper da mit diesem fulminanten Abschluss keine Chance. Weiter geht's in diesem Spiel. Rückstand nun also für Wolverhampton. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Raúl Jiménez. Den Ball hält er. War am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Sterling jetzt am Ball. Sie müssen den Ball abgeben. Mit Auge. Er macht zu. Morgen gibt's weit. Raúl Jiménez. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Geht da rein! Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen.
Sterling jetzt. Chelsea bekommt hier den Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Da kann er erstmal klären. Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Er geht in den Strafraum. Den kratzt er von der Linie. Den lenkt er gut über die Latte. Und das gibt Eckball. Ecke kommt. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Fast der nächste Treffer, aber der Keeper hat was dagegen und so bleiben sie hier erstmal weiter im Spiel. Sie fangen diesen Ball ab. Pulisic. Christian Pulisic. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Chelsea hat hier in den letzten Minuten im Blick auf den Ballbesitz alles im Griff. Und ich glaube, wenn sie diese Dominanz, diese guten Chancen auch endlich mal nutzen, dann haben sie das Ganze noch mehr oder weniger im Griff. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Da verlieren sie den Ball. Ayed Nouri. Ruben Neves am Ball. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Morgan Gibbs White. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gute Aktion vom Torhüter. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ecke in die Mitte. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Mit einem knappen Rückstand geht Wolverhampton nun also in diese zweite Hälfte. Es ist eine spannende Partie. Sterling sieht, da ist Platz auf außen. Sterling mit der Chance.
Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Ein richtig starkes Tor. Besser kannst du den Ball nicht platzieren. Entsprechend nichts zu halten. Super gemacht. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. James. Conte. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Jetzt ist der Platz da. Gehalten. Macht er gut. Gleich wird hier ausgewechselt. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Ja, toll gehalten. Die Flanke bleibt hängen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sterling. Flanke von Sterling. Mount. Und jetzt der Zug nach innen. Und er ist drin. Den Treffer wollte er einfach. Sie sind nah an ihm dran. Es ist ihm komplett egal. Setzt sich durch. Und zack, drin das Ding. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Kanté. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Neves. Sie holen sich den Ball. Sterling. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Tor Nummer 3. Klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Schießt er ihn rein. Weiter gefährlich nach Kepas Abwehr. Aus dem Angriff wird also nichts. Mount. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Sie kommen, Angriff läuft. Vielleicht nutzen Sie diesen Schwung jetzt. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben.
Ecke in den Strafraum. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Mount. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Wir sehen noch mal dieses Tor, da ist die Flanke und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr, hält nur noch den Schädel hin. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Ja, der Schuss jetzt. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Ah, das war zulässig. Joao Moutinho. Vielversprechender Steilpass. Ah, wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht nochmal richtig spannend. Aber so eher nicht. Nee, nee, Wolf, das Ding ist durch, keine Zweifel. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Ballverlust von Chelsea. Wir hören den Schlusspfiff und damit ist Chelsea in der nächsten Runde. Also das war wirklich überzeugend, wie sie in dieser Runde aufgetreten sind, wollten den Sieg und haben ihn sich geholt. Wichtiger Spieler Raheem Sterling in dieser Partie. Wie hast du seine Leistung gesehen? Dreierpack. Ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel. Eine Mega-Leistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht viel.